Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem kleinen Mini-Projekt von mir. Und zwar, wir spielen heute She Follows. Und wir schauen da mal direkt rein. Mal gucken, was da so abgeht. Auf geht's! As a private investigator, it is your job to investigate an unexpected and a peculiar disappearance at an abandoned motel. As you begin to piece things together, you begin to see that this was no normal disappearance. The opposite, in fact. Okay. Gut, dass ich das vorhin gerade nochmal durchgelesen habe für den Chat. Find the apartment. Lol. Was war das denn jetzt für eine Reaktion? Okay. Ist jetzt die Frage, welches Apartment sollen wir denn jetzt über... Also was da? Was mit? Okay, this is the apartment. E to enter. Klar, wenn da so Polizeiabsperrband ist, gehen wir einfach mal rein. Quiet in old place. I look around and search for any evidence. Hopefully, then we can piece together but the cause of disappearance. Okay, also, inspect the painting. Dann machen wir das doch mal. Wie nah muss ich denn da ran, um das zu ins... Da war gerade was. Inspect. Strange taste in art. Ja, das ist schon ein komischer Geschmack. Was soll das eigentlich darstellen? Das sieht irgendwie... Wie er schon sagt, strange aus. Okay, wir müssen noch weiter uns umschauen für mehr Hinweise. Seems to be some folders from work. Seems important. Oh, okay. Some folders. Also ein paar Akten von der Arbeit. Read a note. October 12th, 1998. It's been almost 2 weeks and she's still following me. I have no idea what she wants, but can't keep living in constant fear and... What? And paranoia? Ah, paranoia. My therapist suggests that I write my thoughts down on notes like this one. But I always lose stuff, so I probably lose this one as well. If I contact the police and they said they would look into the matter, but I am yet to hear back from them. Maybe I write another note if anything change or I see her again. Okay. Ja. Also er hat auf jeden Fall Probleme. It seems like someone had an obsession in this. Something is definitely off about that. Ja. Das ist auch eine schöne Kombination. Ein schöner VHS mit einem geilen Röhrenfernseher. Okay, gehen wir mal weiter. Ersten Hinweis gefunden. Shit, it's dark in here. Ja, dann mach doch einfach mal Licht an. A VHS-Tape. I haven't seen one of these for years. Okay. Also ich weiß, dass Stevie hat auf jeden Fall noch VHS-Tapes zu Hause, ne? Aber in einem Stream hat er die auch mal gezeigt. Wie geht's jetzt weiter? Also wir haben jetzt das Tape gefunden. Kann ich jetzt einfach hier wieder raus? Weil draußen war ja ein Fernseher mit so einem, mit so einem VHS-Abspielgerät. Genannt auch Videorekorder. VHS-Abspielgerät. Ist auch geil. Ein paar Klamotten, die einfach hier so rumliegen. Geil. Aber ich komme hier nicht raus. Alter, die Steuerung ist aber auch anders wild. Kann ich... Oh, warte. Boah, ist aber... Da muss man den Punkt aber genau treffen. Okay. So, dann lass uns doch mal das Video angucken. Play VHS. Na dann. Zeig ich mal. Okay. The tape just seems to have random footage recorded by this guy. Ja, okay, also er hat sich jetzt aufgenommen, wie er irgendwo hinfährt. Schöne Landstraße. Irgendwelche Häuser, Sehenswürdigkeiten, I don't know. Was ist das denn?
Missing person. Well. What? Wer? Also das Klopfen hat mich ja schon wieder komplett aus dem Leben genommen, ne? Also das muss man ja auch ganz klar sagen. Dieses realistic knocking ist anders. Was? What the hell was that? Oh good. What's happening? Haben wir jetzt eine Kamera? Oh, es ist ein schlimmer Effekt. Ich sehe nichts mehr. Ich mach doch Licht an. Oder keine Ahnung. Locate the victim. Where am I? Ja. Und warum haben wir diese blöde Kamera immer noch in der Hand? Gibt's hier auch einen anderen Modus? So. Nachtsichtmodus? Okay, also hier haben wir. Ja, ein Victim. She's here. Wer ist she? Wo bin ich denn jetzt? Chat, es tut mir echt leid, wenn ich meine Maus bewege nach so einem Ding, also nach so einem Hinweis, rastet die komplett einmal kurz aus. Ach toll, hier gibt's ein neues Tape. Your last tape. Is this blood? Ja. Oh, Chris, I really need to get out of here. Oh Gott, the lights. I can't see anything. What? Hallo? Fuck you! Okay, das war She Follows. Alter, der hat mich aber gerade noch mal richtig weggedüdelt. Ja, war ein kurzes, knappes Horrorgame. Wenn euch die Folge heute gefallen hat, lasst ein Like da, lasst einen Kommentar, damit ihr keine weiteren Folgen verpasst. Gerne ein Abo da lassen und wir sehen uns bei einer nächsten Folge. Bis dahin sag ich erstmal, reingehauen.